Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Spellforce The Breath of Winter. Während meine Armee ja aufgestellt wird, werde ich jetzt mit diesem Einsiedler reden, denn das letzte Mal haben wir ziemlich auf die Nase bekommen von diesen blöden Schatten. Die sind echt nervig. Und wir reden jetzt mal mit Shosain. Ein Mensch? Hier? Ich sehe Sie nicht. Sie sehen mich nicht. Ich sehe Sie nicht. Hört ihr? Ich rede mit euch. Was? Ah, nein. Lasst mich. Niemand tut euch etwas zuleide, guter Mann. Ich will nur... Niemand? Etwas zuleide? Ha, ihr könnt sie nicht sehen, aber sie sehen euch. Oh, und Leid ist ihr Handwerk. Was sind das für Kreaturen? Schatten. Das Schwert war ihr Tod und ihre Heimat. Jetzt sind sie frei. Der Engel verliert seine Macht. Ich konnte sie sehen, solange ich noch meinen Ring hatte. Aber sie verfolgten mich. Wohin immer ich ging, nie war ich sicher. Also habe ich den Ring zerstört. Seither kümmern sie sich nicht mehr um mich. Den Ring. Das erinnert mich an einen gewissen Ring aus The Order of Dawn. Aber fragen wir ihn erstmal aus. Warum seid ihr hier? Ich war ein Diener des Engels, ein Sklave, verdammt dieser Kreatur, jeden Wunsch zu erfüllen. Gemeinsam mit ihm wachte ich über das Schattenschwert. Aber als die Schatten begannen, die Barrieren um das Schwert zu durchbrechen, floh ich hierher. Der Feuerengel verstieß mich als Feigling und überließ mich den Schatten als Beute. Aber ich habe den Ring zerschlagen und bin seitdem unwichtig für sie. Nun muss der Engel sich selbst mit ihnen befassen. Okay. Was wisst ihr über die Schatten und das Schwert? Nur der dunkle Meister selbst weiß, woher das Schwert kam. Man sagt, es sei nicht von dieser Welt und es sei die einzige Waffe, die den Meister verletzen kann. Deshalb versteckt er es hier. Die Schatten sind die einstigen Opfer des Schwertes. Sie fristen ein unheiliges Dasein in seinem schwarzen Kristall. Viel Unheil muss mit diesem Schwert geschehen sein. Wie viele Heerscharen sind dieser Klinge zum Opfer gefallen? Wer weiß, ob wir je die Geschichte dieser Waffe erfahren. Scheint ein sehr unheilvolles Schwert zu sein, das wir da suchen müssen. Und mir gefällt diese ganze Sache mit den Schwertern, mit den Schatten nicht, die in dem Schwert gefangen sind. Irgendwas ist da überhaupt nicht richtig dran. Aber naja, jetzt reden wir mal mit ihm drüber, über diesen Ring, denn ich möchte schon gerne wissen, ob sich meine Vermutung bestätigt. Kann man sie mit diesem Ring sehen? Ja, der Schattenring verleiht diese Gabe, aber er zieht sie auch magisch an. Wer ihn trägt, muss unweigerlich gegen sie kämpfen. Wenn sie zu sehen sind, kann ich mich wenigstens verteidigen. Oh, ihr wollt den Ring, nicht wahr? Aber ich habe ihn entzweigeschlagen. Einen Teil trage ich bei mir, aber der andere... Lasst mich überlegen. Ja, mein altes Lager. Dort zerbrach ich den Ring. Dort muss er liegen. Wenn ihr mich dorthin begleitet, könnt ihr ihn haben. Aber passt auf, mich ignorieren sie, euch nicht. So sei es. Geht voran. Ich passe schon auf. Oh. Ja, toll. Wunderbar. Ich möchte eigentlich noch nicht. Die Rune Ach, ruft, na gut. wird sofort ausgeführt. Na gut, na gut. Auf dem Weg. Dann renne ich jetzt mal in meinen Verderben. Ich muss jetzt Tosa folgen. Ich werde währenddessen wieder weitere Zu Befehl. Und du bist hier. Sofort. Okay, hier sind anscheinend noch keine Schatten, aber wir müssen gegen Schatten kämpfen. Und Chosain weist uns jetzt den Weg zu seinem Lager, wo er den Sofort. Schattenring zerschlagen hat. Also hat sich meine Vermutung dennoch bestätigt. Moment, läuft er mir nur hinterher oder läuft er wirklich voran? Okay, er läuft voran. Schnell. Okay. Sofort.
Ich habe das Gefühl, hier sind wieder Schatten. Da muss ich ganz, ganz doll aufpassen. Na? Weil, wie gesagt, er hat schon Mensch. richtig gesagt, er wird ignoriert. Wir nicht. Das heißt, oh, hier ist ein Komm Engpass. schon. Ich hasse Engpässe. Was ist denn hier? Das ist ein riesiges Feld. Schnell. Okay. Sieht gruselig aus. Oh, was ist das denn? Okay. Und los. Das ist mir alles nicht so ganz geheuer. Ein paar Kriegsherren noch. Sofort. Ich muss bald auch erhöhen, weil ich brauche eine Großarmee. Aha, da sind welche. Folgt mir. Ich will aber noch nicht den Schattenring anlegen, muss ich sagen. Also Folgt mir. fertigstellen quasi. So, du bist fertig. Dann baust du mir noch eine Schmiede und dann müssen wir gut sein. Da kommen Sie. Ich wusste, Sie würden kommen. Danke. Ein Ja. ehrloser Macht sie Hinterhalt. nieder! Ist Tusa ihn da? Oder ist er tot? Für die Rune. Sag bloß, sie haben Der den Tod getötet. ist nur der Anfang. Oh, da ist noch einer. Hey, es scheint Ein viel besser zu laufen ehrloser als vorher, die... Hinterhalt. Oder es waren einfach nicht so viele. Sofort. Ist der Einsiedler noch da? Nein! Die haben den getötet! Die haben den Einsiedler getötet! Na wunderbar! Na super! Jetzt muss ich seinen... Ich habe gar nicht gesehen, was passiert, ey! Ich da... Stimmt, der stirbt ja! Hätte ich nicht gedacht, ehrlich gesagt. Aber naja, was soll man machen? Da müssen wir jetzt sein Dings anscheinend alleine finden. Sein Lager. So, komm. Erste Hälfte, ja, erste Hälfte des Schattenrings. Genauso sah auch der Schattenring in Order of Dawn aus, wenn ihr euch an die Quest erinnert. Die Schattenquest. Das ist derselbe Schattenring wie in Order of Dawn. Schlüssel des Einsiedlers, alles klar. So, das heißt wohl, bringt den Schattenring in euren Besitz. Ich will nicht. Und los. Aber ich muss wohl. Aber ich frage mich, was dieses große Feld hier zu bedeuten hat. Na gut, ich weiß es schon, aber ihr wisst es wahrscheinlich noch nicht, wenn ihr das Spiel nicht kennt. Sofort. Aber naja, jetzt werden wir erstmal die Schatten hier Sofort. til von der Oberfläche tilgen, die ich sehen kann Vorwärts. und die feindlich sind. Währenddessen werde ich natürlich brav meine Leute machen. Vielleicht noch ein paar Hexer? Hexenmeister. Okay. Kämpft, Männer! Macht sie nieder. Oh Gott, hier sind noch mehr. Hier sind viel, viel mehr. Oh mein Gott, hier ist eine Truhe. Lore wird uns Das rächen! ist wunderschön. Oh nein, der Assassin ist tot. Ich sehe es schon kommen. Ja, er ist tot. Sie sind überall! Eure Gegenwehr Aber ist wenn meine ganzen vergebens! Hexer auf einmal zuschlagen, dann... Gott, diese Glutfänge sind so... Ein ehrloser Sind so, Hinterhalt! so weitläufig, ey. Unfassbar. Was ist denn hier eigentlich? Das sieht sehr, sehr verdächtig aus. Ein feiger Angriff Macht die Schatten kaputt. zur Ehre Aonias. Und... Tot. Schnell. Gut, ah, hier ist... Loot. Metall auf Stufe 9. Das brauche ich nun Und mal los. gar nicht. Okay, hier ist nichts. Brustpanzer eines Prinzeps. Das heißt, ich habe jetzt schon 3 von 4. Was so viel heißt, wie ich kann mir bald meinen eigenen Prinzeps zusammenbasteln. Das ist etwas, das mich sehr Folgt freut. mir. Na los, ich will noch looten. Oh mein Gott, Folgt ja! mir. Oh Gott, ich bin so happy gerade. Oh mein Gott, ich mache das sofort für den Feuerschild rein. Endlich habe ich... Endlich habe ich die Feuerwelle. Vorwärts. Wenn ich jetzt noch die Eiswelle finde, bin ich besonders happy. Ich Schnell. werde euch gleich mal demonstrieren, was dieser Zauber kann. Sofort. Für die Freiheit. Lore wird Wo bin uns ich? Da. rächen. Schnell, postier dich dahin. Sie Und sind überall. Feuerwelle. Eure Wo? Gegenwehr Nochmal, ist wo bin ich? vergebens. Bin zu weit weg. Mist. Na gut, dann mache ich das beim nächsten. Mir nach.
bei den nächsten Gegnern. Oh, ich bin so happy, dass der Feuerwelle hatte. Wo geht's denn bitte hier lang? Oh mein Gott. Und los. Ah, ich gehe erstmal hier lang. Ich gehe erstmal in die Mitte. Sofort. Denn ich bin hier auch bald wieder bei meiner... Und los. Ah, hier sind Schatten. Ich bin auch bald wieder bei meiner... Dings. Basis. So. Oh Gott. Der Tod ist nur der Anfang. Wo bin ich? Natürlich wieder ganz weit hinten. Ich will euch doch die Feuerwelle zeigen. Mann, lasst mich doch meinen Zuschauern die Feuerwelle zeigen. So, jetzt bin ich nah genug dran und... Feuerwelle. Ja. Ich liebe die Feuerwelle und die Eiswelle. Die, Eure Gegenwehr ist vergebens. Die treffen mehrere Ziele. Und sie sind so ein Flächenzauber. Also ein mehrere Ziele Projektile Zauber. Okay, hier geht's zu meiner Basis. Alles klar, dann bleibt ihr hier jetzt mal stehen. Soweit ich weiß, es sind hier nämlich keine Schatten und hier ist so ein Rundweg. Ich weiß, glaube ich, was hier oben ist. Ich lausche mal so rum. Oh, ich bin so froh, dass die Feuerwelle dabei hatten. Es ist einer meiner absoluten, wenn nicht sogar mit Eiswelle, mein Lieblingszauber. In Sachen von Elementarmagie. Denn die sind ultra nützlich. Es macht einfach Spaß, die anzuwenden. Boah, hier sieht alles so trostlos aus. Alles ist tot. Alles ist kaputt. Naja. Es heißt ja nicht umsonst die Glutfänge, ne? Ich wünschte nur, ich könnte eine andere Robe anziehen. Kann ich vielleicht was anderes anziehen? Ich könnte die Blutrüstung anziehen, aber habe ich da noch passende... Ja, zeig mal her. Da kriege ich sogar mehr Mana dazu. Na, ich lasse es mal. Ich lasse lieber meine Robe an. Erstens sieht sie schick aus und zweitens gibt sie mir mehr Stats. Okay, wo bin ich hier? Wenn das hier eine Falle ist und ich mit meinem Avatar gerade... Oh! Was ist das hier? Das sieht nach einer Karte aus. Das kommt mir bekannt vor. Ist das Fastholme? Weil hier ist so... Hier ist die Brücke, ja. Hier geht's zu den Eisflächen und hier waren die Eisriesen. Ja, das ist Fastholme. Hat das was mit der Flink-Quest zu tun, möglicherweise? Zu Befehl. Also gut, ihr stellt euch schon mal hier hin. Auf dem Weg. Ich weiß echt nicht genau, was mich noch erwartet, aber ich glaube, ich muss hier lang. Nee, hier ist... Ich weiß nicht, was hier ist. Mano. Diese Karte ist eine der komplexesten Karten ever. Ehrlich jetzt. Okay, ihr bleibt mal hier. Für die Ehre. Okay. Es kommt nämlich, das ist jetzt der einfache Teil der Karte gewesen. Der schwierigere Teil kommt nämlich danach. So, kann ich erhöhen? Ja, kann ich. Wunderbar. Ich werde weiter... Assassinen. Okay. Vorwärts. Wenn ich doch nur eine Vorspulfunktion hier bei Spellforce hätte. Ich meine, es gibt eine Pausenfunktion, aber keine Vorspulfunktion. Hier, der Schatz aus Ziondria. Findet Farnhards magischen Obelisk in den Glutfängen und setzt die Gegenstände ein. Also, ich habe hier eine Karte gefunden von Fastholme. Das klingt ganz danach, als ob es zur Quest gehören könnte. Ist jetzt nur mal eine Vermutung, aber ich schätze schon. Und wenn ich schon mal hier bin, warum sollte ich dann das nicht weiter erkunden? Emerald, bist du mal da? Ich
Büchern da. Oh, was ist denn hier oben? Hier ist was. Hier ist was. Da gehe ich gleich mal hin. Das sieht aus wie ein Altar oder so. So wie bei der Schattengrenze. Schattengrenze. So. Sind hier Feinde? Schnell. Oh, hier geht's weiter. Hier sind Feinde. Oh Gott. Und los. Eure Gegenwehr ist vergeben. Emerald, stelle dich nach vorne. Ich möchte die Feuerwelle ausprobieren und los. Oh ja, ich liebe es. Bunk. So, gibt's hier Loot? Nein, hier gibt's keinen Loot. Das hier sieht optional aus und auch nicht nach Feindesland. Deswegen werde ich hier mal weiter gucken. Hier sind noch Schatten. Gott, wo bin ich hier? Wo bin ich hier? Wo bin ich hier? Ah, das sieht nach einem Ober... Oh, 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 Emerald. Hier sind Schatten. Hier sind Schatten. Oh mein Gott, ich hätte die fast übersehen, dann wäre ich gestorben. Das ist auch blöd, dass es so aussieht, als ob die Glutfänge nur einen einzigen Seelenfels haben. Das nervt. So. Das sind zwar die total... Ja, sag ich, ich hab fast kein Mondsilber mehr, Idiot. Folgt mir. Macht sie nieder. Du machst brav. Deine... Ein feiger Angriff. Deine Feuerwelle. Lasst ihn vorbei. Lasst ihn seine Feuerwelle machen. Und Feuerwelle. Ich brauche nur noch die Eiswelle, dann kann ich Gefrierbrand machen ohne Ende. Schlagt sie zurück. Okay, dann geht ihr mal zurück. Vorwärts. Aber du bleibst hier. Ah, ist hier Loot? Ja, Leuchtfeuer. Na gut, das kann ich einsetzen. Das brauche ich zwar nicht. Aber egal. So. Das hier scheint ein Schrein für einen Zwerg zu sein. Vielleicht ist das Farmhard. Goldene Zwergenruhen bedecken diesen Stein. Es sind drei Vertiefungen zu erkennen, die zusammen ein Dreieck ergeben. Die drei Teile des Schlüssels einsetzen. Die goldenen Fragmente leuchten auf. Suche die Karte im Fels. Das Feuer auf der Karte weist dir den Weg. Okay, ich hab's ja hier schon aufgedeckt. Aha. Alles klar, gut. Dann weiß ich, was... es wurde aktualisiert. Sucht in den Glutfängen die Karte im Fels und merkt euch die Stelle, welche die Flamme markiert. Gut, das mache ich mal eben. Aber das mache ich offscreen. Denn wir haben die Karte ja bereits gefunden. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn ich wieder bei meiner Armee stehe. Und indem wir die letzten Schatten da unten mal auslöschen und dann mal gucken, was so uns noch so auf dieser Karte erwartet. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal bei Let's Play Spellforce The Breath of Winter. Bis dahin. Ciao.